Wenn eine Privatperson ein Auto verkaufen will, ja, dann wird TÜV gemacht, dann wird nochmal poliert, alles ausgesaugt und einmal schön gewaschen und in Szene gesetzt, wird ein Fotoshooting gemacht. Aber wenn ein Privatverkäufer seine Immobilie verkauft, die ja wirklich viel, viel wertvoller in der Regel ist als sein Auto, dann passiert in der Regel gar nichts. Ja. Und heute will ich dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, also du solltest bis zum Ende dranbleiben. Los geht's! Ja, ist Staging und Styling von Immobilien wirklich die ultimative Lösung, um das Bestmögliche für den Immobilienverkauf rauszuholen? Diese Frage habt ihr mir jetzt ganz, ganz oft gestellt, dass ich nun überlegt habe, da einfach mal ein Video zu machen. Und zwar ist es so, dass immer wieder so ein Beispiel genannt wird, wie man ein Auto verkauft. Bevor man ein Auto verkauft, geht man ja in der Regel nochmal in die Reinigungsstraße, man lässt vielleicht das Auto nochmal aufpolieren, man saugt es nochmal aus und man sorgt einfach dafür, dass dieses Auto wirklich gut dargestellt wird. Man macht vielleicht sogar nochmal TÜV. Oder im besten Fall ist es so, dass man auch noch ein richtig tolles Fotoshooting macht, am besten irgendwie im Grünen mit schönem Wetter und so weiter. Ja, und der echte Immobilienverkauf heutzutage, auch noch in 2024, ist ja bei privaten Eigentümern wirklich weit weg von diesem Beispiel, was man häufig im Bereich Autoverkauf, wenn es um den privaten Autoverkauf geht, gehandhabt wird. Und natürlich gibt es eine Lösung, auch im Immobilienbereich wirklich ein richtig gutes Objektmarketing zu machen und da einfach auch das Thema zu forcieren, dass man möglichst viele Anfragen generiert. Ja, jetzt ist natürlich das größte Problem, dass sich potenzielle Kaufinteressenten immer nur ganz, ganz schwer vorstellen können, wie eine Immobilie aussieht, die ja jetzt vielleicht im Moment noch von einem Mietnomaden, der vielleicht gleichzeitig Messi ist, bewohnt wird, oder wie ein Objekt in Zukunft aussieht, wenn sie es einrichten, was jetzt momentan noch komplett leer ist, ja, weil einfach der Mieter ausgezogen ist. Man hat vielleicht ein Fotoshooting gehabt, wo der Mieter schon alle Möbel rausgeräumt hat, dann ist es auch immer schwierig. Und ja, Punkt Nummer drei, wann sich Interessenten wirklich nur ganz schwer was vorstellen können, ist natürlich, wenn eine Immobilie natürlich noch gar nicht gebaut ist. Natürlich macht man hier Visualisierungen oder 360-Grad-Rundgänge mit aber visualisierten Fotos, sage ich jetzt mal, damit ein Interessent weiß, okay, wie sind ungefähr die Raumgrößen, also damit er so eine Vorstellungskraft bekommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Heute soll es aber mal um Bestandsobjekte gehen, die man wirklich einfach besser präsentiert, damit man auch nachhaltig Anfragen generiert. Und da haben wir immer eine ganz, ganz schlechte Erfahrung gesammelt, einfach mit bereits möblierten Objekten, wenn entweder der Eigentümer noch drin wohnt oder der Mieter ist aktuell drin und hat einfach keinen Geschmack. Oder die 80-jährige Omi, die natürlich vor 40 Jahren das letzte Mal vielleicht möbliert hat, ganz, ganz viel Zeug angehäuft hat, irgendwie auf dem Sofa 5 Decken liegen hat und noch 8 Kissen und vielleicht noch irgendwelche Puppen dazwischen. Also das ist so die Horrorvorstellung tatsächlich von uns als Immobilienmaklern, wenn wir das Objekt schön präsentieren wollen. Und deshalb gibt es natürlich, ihr habt es schon erraten, das Thema Staging und Styling in Form von Möblierungen, also dass man die Immobilie einmal komplett schön aufbereitet, manchmal vielleicht sogar noch eine Renovierung macht und dann aber wirklich auch nicht visualisiert, sondern vor Ort mit echten Möbeln und auch mit Pappmöbeln das Ganze inszeniert. Einmal ausstattet, einrichtet. Es gibt ja auch Pappküchen tatsächlich, die dafür sorgen, dass sich ein neuer Käufer oder ein neuer Nutzer, ein Mieter, wie auch immer, das Ganze super vorstellen kann. Und das ist dann natürlich auch maßstabsgetreu. Das heißt also, so eine klassische Küche hat dann auch eine Tiefe von ungefähr 60 cm und sorgt dafür, dass man einfach genau weiß, wie viel wird das am Platz wegnehmen und wie wird das Ganze wirken. Grundsätzlich, was viele vergessen, also wenn sie jetzt ein Bestandsobjekt vermarkten und das ist jetzt aktuell einfach schon komplett eingerichtet, also dann macht es natürlich Sinn, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch.
als Beispielküche, dass man auch wirklich alles wegräumt. Ja? Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt ein relativ leichtes Staging und Styling, wo man jetzt einfach wirklich mal sagt, okay, wir räumen hier mal wirklich alles weg, was hier nicht hingehört. Ja? Oder auch Geschirr oder solche Plastikdinger oder irgendwelche Dinge. Also wirklich alles wegräumen, einmal sauber machen. Und einem potenziellen Kaufinteressenten für die Zukunft es möglichst leicht machen, dass man sich vorstellen kann, wie das Ganze aussieht, wenn man eben selbst einzieht. Weil häufig ist es einfach so, dass alle möglichen Flaschen auf der Arbeitsplatte stehen, noch ein Obstkorb und noch irgendwie Süßigkeiten und noch die Colaflasche. Und also ihr kennt das alles, dann steht da noch Spüli rum und noch Schwämme. Also das ist einfach etwas, was überhaupt gar nicht gut ankommt. Und die Wirkung, auch wenn es völlig normal ist, dass man in einer Küche solche Dinge hat, die Wirkung ist einfach nicht so geil, wie wenn alles schön clean, offen, sauber und aufgeräumt ist. Ja, also das ist jetzt ein leichtes Staging, das kostet kein Geld, gehört vielleicht ein bisschen Überwindung beim ersten Mal dazu, wenn man dem Mieter sagt, wir müssen jetzt einmal kurz aufräumen oder alles mal wegräumen und wir räumen dann aber auch alles wieder hin. Genau, kommen wir aber zurück zu dem, was ich jetzt heute als Staging euch vermitteln möchte und was auch so ein klassischer Makler, auch gerade aus den USA, unter Staging versteht. Das ist einfach das Thema Möblierung mit Pappmöbeln. Zeigen wir auch gerne jetzt mal so ein Beispiel, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze auch aussieht. Kann ich auch euch empfehlen, die Firma Cubix, die hier auch beispielsweise Sofas aus Pappe bauen oder die, wie gesagt, Küchen aus Pappe bauen, die Kartons erstellen, die dann am Ende ein Bett darstellen mit einem Betthaupt. Es gibt auch Accessoires und einen Fernseher aus Pappe. Also es ist wirklich ganz, ganz spannend. Und die das Ganze interessiert, also ich habe aktuell meinen Geschäftspartner Pablo verkauft, gerade seine Staging- und Styling-Ausstattung. Also wenn ihr da Lust habt, sucht ihn einfach mal auf Instagram und da könnt ihr ihn auch direkt kontaktieren und seine aktuelle Staging-Ausrüstung übernehmen. Das ist auch relativ günstig, aber natürlich generell bei der Firma Cubix in Neu sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Manchmal kostet das so viel wie ein echtes Sofa oder so. Aber klar, man kann es klein zusammenpacken und letzten Endes auch wieder irgendwo trocken verstauen und kann es auch wieder aufbauen. Also echte Möbel nehmen natürlich viel Platz weg. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, hier der Tipp, wenn du Bock auf sowas hast, schreib gerne mal den Pablo Falch auf Instagram an. Ja, ansonsten, ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Thema Staging und Styling gemacht. Ich bin ein absoluter Freund davon. Muss auch dazu sagen, ich habe da nicht immer Lust drauf, das selber zu machen. Es gibt auch Dienstleister dafür, die darauf spezialisiert sind, die immer ihr Lager voll haben, immer wieder auch Möbel da parat haben und können sofort eine ganze Wohnung möblieren. Also ich habe zum Beispiel bei dem Kudo, den kennt ihr ja auch, kann ich euch auch mal zeigen, eine Wohnung gestaged und das war auch ein voller Erfolg. Also hier sieht man zum Beispiel jetzt mal solche Stagings, wie das aussieht, wenn es leer ist, wie das aussieht, wenn es möbliert ist. Und das sind auch alles Pappküchen tatsächlich. Und dann ist ja hier auch nochmal so der Unterschied, das ist jetzt ein echtes Sofa, aber klar, die Wirkung ist viel, viel besser, wenn das Ganze auch möbliert dargestellt ist. So, jetzt aber mal unser Beispiel von Kudo wollte ich noch schnell zeigen. Und zwar haben wir hier ein Staging gemacht, wo hier das Vorherergebnis war und hier einfach nur ein paar Sessel hingestellt, bisschen Beleuchtung und das war es auch schon. Also genau, wenn ihr Lust habt, da so richtig Gas zu geben für eure Verkäufer, es gibt auch die Möglichkeit, dass die Verkäufer diese Maßnahme bezahlen. Manchmal kann man dafür 3.000 Euro nehmen, je nachdem wie viele Räume es sind, auch mal 5, 6, 7.000 Euro, kommt also ganz darauf an. Genau. Also, wenn du mehr dazu wissen möchtest oder wenn du Lust hast, im Immobilienbereich dich weiter auszubilden, zu entwickeln, wenn du Lust hast, vielleicht auch in mein Coaching zu kommen, geh einfach mal auf vanessa-wenk.de und wer weiß, vielleicht lernen wir uns bald persönlich kennen. Ich wünsche dir jetzt noch einen richtig erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.